Seit ein paar Tagen weckt mich der Kuckuck. Irgendwo zwischen Schopp und Schmalenberg muss er sein Nest haben. Gut versteckt, früh, ganz früh höre ich seinen unvergessenen Ruf. Jedes Kind kennt diesen Ruf. Daher hat der Vogel auch seinen Namen, Kuckuck. Also, ein Alleinstellungsmerkmal unter den Vögeln des Himmels, unverwechselbar und einzigartig. Der Ruf ist unüberhörbar, Kuckuck, Kuckuck. Ein bisschen neidisch bin ich schon auf diesen grauen Gesellen. Wie gerne würde ich mir manchmal Gehör verschaffen, laut und unverwechselbar wie der Kuckuck, bei meinen Mitmenschen und bei Gott, im Gebet, in der Bitte, in der Klage, aber auch im Dank. Aber hört Gott mich überhaupt? Der Schreiber des 5. Psalms geht da ganz selbstbewusst ans Werk. Er stellt sich Gott. Herr, früher wolltest du meine Stimme hören, früher will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Früh wie der Ruf des Kuckucks am Morgen, so soll ich nun also meine Stimme erheben. Zu Gott, im Gebet, im Lied, ob Lob, Dank oder Klage. Ein anspruchsvolles Glaubensfitnessprogramm. Das soll meine allmorgendliche Übung sein, ob ich das schaffe? Nun ja, die glockenreine Stimme des Kuckucks habe ich nicht gerade. Auch darf ich zurzeit im Gottesdienst nicht singen, allenfalls dem Klang der Orgel lauschen. Und trotzdem, mit dem Herzen darf ich dabei sein, Gott loben und ihm mein Leid klagen. Still, mit der Stimme des Herzens. Und Gott wird mich erhören. Der Psalmbeter wusste das. Gott ist ein Frühaufsteher, kein Langschläfer. Für ein Gotteslob ist es nie zu früh, für eine Klage nie zu spät. Gott ist immer schon wach, wenn wir uns noch verschlafen die Augen reiben. Früh will ich mich zu dir wenden und aufmerken. So lautet das Fitnessprogramm des Psalmbeters. Und dann ist ja da auch noch Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Spätestens dann, wenn uns der Akku leer zu laufen droht, hilft uns Gott wieder auf die Sprünge. Macht ihr alle mit bei diesem Frühsport? Wolfgang Hust, Pfarrer für Schopp, Kriegenbach, Linden, Quaidersbach und Horbach.